Hallo Babak. Hallo. Wie läuft's? Gut. Heute schon jemanden angebrüllt? Nein. Du, wann kommt die A-Lizenz? Bald. Bist du eigentlich nach jedem Spiel heiser? Nein. Theodor-Heuss-Brücke oder Golden Gate Bridge? Natürlich die Theodor-Heuss-Brücke. Salzburger Land oder Rheinhessen-Mentalität? Rheinhessen-Mentalität, auch wenn Salzburger Land ein schöner Fleck ist. Was war denn das Beste an Österreich? Das Beste? Das Beste an Österreich waren die Menschen, muss man schon sagen. Wärst du Bo sehr sauer gewesen, wenn er dich nicht mit nach Mainz genommen hätte? Dann hätte ich ihn gefragt, warum er mich mit nach Österreich genommen hat. Was haben eure U19-Jungs denn gesagt, als ihr zurück nach Mainz gekommen seid? Die haben das mit einem Schmunzeln und einem Lächeln so gezeigt, ja. Lieber Co-Trainer bei Mainz 05 oder Cheftrainer beim SV Gonsenheim? Co-Trainer bei Mainz 05. Bist du denn eine lokale Fußball-Ikone? Boah, das sollten andere beantworten. Babak, was kannst du so richtig gut? Fußball. Und was kannst du so überhaupt nicht? Hausarbeit. Lieber Mannschaftsabend im Restaurant oder im Club? Kommt drauf an welchem Tag. Bist du schon mal irgendwo rausgeflogen? Ja, bei Mainz 05 in der U17. Wem siehst du ähnlicher? Julio oder Enrique Iglesias? Boah, Julio Iglesias habe ich gar kein Bild vor Augen. Enrique ist schon so ein bisschen Ähnlichkeit da. Ja. Was war bisher dein schlimmster Spitzname? Hat noch nie einen schlimmen Spitznamen. Wer ist der fotogenste im Trainerteam? Ganz klar Tijan Njai. Kaffee oder Tee? Kaffee. Lieber Spieler oder Trainer? Trainer. Wie warst du als Spieler? Launig. Gut. Hat Spaß gemacht, gegen dich zu spielen? Eher nicht. Was hast du gemacht, bevor du Trainer wurdest? Ich habe beim ZDF gearbeitet. Würdest du das nochmal machen wollen? Nein. Was hast du genau gemacht? Ich habe eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Geil, Babak, endlich trainingsfrei. Auf zum Rhein. Spaziergang oder Treppenläufe? Spaziergang. Was ist das Schlimmste an Bo? Einiges, aber es bleibt mein Geheimnis. Was ist das Beste an Bo? Auch einiges, aber es bleibt auch mein Geheimnis. Babak, wie schaust du, wenn wir am 34. Spieltag die Klasse halten? Boah. Ja! Danke, Babak. Bitteschön, danke auch.